Hier spricht wieder Ustra und ich gebe gleich weiter an Niu. Hallöchen! Und willkommen zurück bei Racketeer und es ist soweit. Die letzte Woche ist angebrochen und wir haben noch viel zu tun. Wir haben jetzt 200.000, müssen aber 500.000 am Ende der Woche haben. Das wird eine ganz schöne Herausforderung. Der Ustra steht mir aber gut zur Seite. Ich hoffe, dass ich das gut machen kann. Sehr gut. Das haben wir gut gemacht. Gleich die super geile Rüstung nämlich weggelegt. 260, ja, versuchen es mal. Weil wir gleich versuchen werden, ein bisschen Geld zu machen. Genau. Und eh nicht mehr so hoch abenteuern gehen. Also, dass es lohnen würde, die mitzunehmen. So, die Dame mit den Treasuren. Ja, kannst du jetzt höchstens sagen, die Thankful-Statue muss da noch mit. Und die Thankful-Statue. Aber sie ist Hausfrau, du weißt. Ne? Ja, wir versuchen das einfach mal. Das ist eine gute Kollektion. Einmal mit und einmal ohne Kopf. Meinst du 104 macht? Ja, machen wir 110. Also das, wenn es macht, dann macht es auch bei 110. Ja, okay. Weil wenn es nicht macht, macht es auf keinen Fall. Dann macht es auch beim besseren Preis nicht. Du, ihr helfe Brasselatte. Ich glaube, wir haben keine Brasselatte. Nein, wir haben keine, wie schon erwähnt. du hast keine? Das möchte ich gerne haben und das nehmen wir für... Ja, wir versuchen uns das Beste. 41%? Ja. Versuch's. Ich hoffe einfach, dass wir schnell genug Geld kriegen, nicht das so viel einkaufen müssen. Ja, bitte. Taiyaki. Nimm es auch. Nimm es mit. Wir machen den guten Preis. 263. Verstanden. Und es ist toll, denn wir brauchen jetzt noch ungefähr nochmal so viel Geld. Ja. Oh oh. Ich habe ja eigentlich so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich mir das alles angucke hier. Der sagt zwar ganz zimperlich, ist okay, aber er nimmt's. Du möchtest das haben? Oh, ja, 110% Gott. Und das ist deine. 12. Ja. Okay. Ja, super. Wow, der sagt Taschengeld gekriegt. Wahrscheinlich. Wir wissen ja gar nicht, was Picks in Euro sind und von daher wissen wir gar nicht, ob das wirklich teuer ist oder nicht. Das stimmt allerdings. So, wir könnten noch rauslegen. Alles. Eine Oranje. Nee, ich wollte... Mit Ham-Sandwich reinlegen. Das habe ich jetzt schon wieder getan. Das ist ja links und rechts gegangen. Was du halt immer machst. So, den Honig wollte ich rauslegen. Und ich wollte rauslegen, das... Hm. Ah, das lege ich hier hin. Na. Nicht so in die Sonne legen, das Ham-Sandwich, meinst du? Ja. Der Honig kann auch. Der Honig. Taiyaki will ich noch hinlegen. Ja, das mache ich aber auf der anderen Seite. Ich würde schon rote Sachen nehmen, das war ja mein Plan. Ich würde schon Sachen nehmen, die halt Geld geben. Oh, dann sollte ich vielleicht sollte ich dann nur. Nee, so ist ja gut. Hingehen. Nein, nein. Ja, so ist doch ganz gut. Das ist aber auch hoch. So sieht's doch ganz gut aus. Ich bin gespannt, ob unsere neu gewonnene Freundin auch hier reinschneit. Die Speerkämpferin. Meinst du, sie gibt uns zwei Schale wieder? Zwei Schafes in zwei Dages. Schafe. Ja, genau. Schon wieder, ey. Der hat auch einen Verschleiß. Natürlich haben wir was zu essen. Essen haben wir immer, da brauchen wir uns gar nicht fragen. Ich würde ihm entweder eine Orange oder eine Sherry verkaufen. Boom, badadada. Hier hast du was zu fressen, du alter Esel. Esel, sag doch nicht Esel zu. Ja. Mach ich aber. Natürlich ist das ein guter Deal für uns. Ja, wir müssen ordentlich Geld einstauben. Oh, wir müssen richtig Geld einstauben. Ich hab... Ja. Müssen wir so machen. Wir hätten wahrscheinlich noch ein bisschen abziehen können. Aber wahrscheinlich sogar das auch. Aber da ich den nicht kenne als Charakter, ja, immer her damit. Ja, es muss schon so sein. Ja, 6000 ist eine gute Sache. Ja, a bit less geht schon. Also. Okay. Naja, wie gesagt, wir robben uns langsam hoch. Ich hab so Angst, dass wir das nicht schaffen. Aber ja. Wir haben noch ohne Ende Tage Zeit, also es ist nicht so, als ob wir jetzt... Ich verkaufe den Apfel. Ich wollte dir Candy geben. Der Apfel ist aber mehr wert. Verstehst du das? Ja, ich verstehe, aber sie nimmt nur 200. Ja. So, die hat nur Taschengeld gekriegt, die jammert gar nicht mehr. Die jammert gar nicht mehr, obwohl sie... ihre Order gar nicht gekriegt hat. Ja, wir haben auch Samfu. Warum wollen die alle was zu essen haben? Sind die alle hungrig oder voll was? Voll drauf. Haben die alle... Ja, mach doch das.
Perfekt. Ja, siehst du. Du weißt, was ich will. Zack, zack. Sehr gut. Right, bam. So, okay. Das läuft gar nicht so schlecht. Das läuft spitzenmäßig sogar. Ja, 50%, ne? Ja, wir nehmen das mal mit. Was willst du machen? Hier ist ein Herz. Racket, bitteschön. Oh Mann, ich will nicht kaufen. Gut, muss er aber. Ja, ich will aber nicht. Wir hängen jetzt bei den 245%. Nicht Prozent. X. Sie will kaufen. Das ist ja, jetzt schön. Will sie wieder kaufen. Ja, das ist halt ein Geben und Nehmen in unserem Laden. Und da musst du mal... Das ist ihr Ernst? Jetzt fängt sie wieder an. Jetzt fang nicht immer mit den Zehnerstellen herum zum Mosern. Ich wollte auf 250. Soll ich auf 250? Nein, lass das. Ist so okay. Aber wie gesagt, sie will sein immer ruinieren. Am Ende bringt es dir wirklich nichts, wenn du auf diese ganzen Fuddles da gehst. Die Preise auf Metall-Items has increased. The price of Daggers has normalized. Das heißt, die Dagger würde ich jetzt in die Schaufensterware legen. Weil die sind auf jeden Fall, ja. Brauche ich dir ja nicht erklären, oder? Normalized für Food oder? Craft das neu für ich noch nicht. Heute die gute Dolchauswahl. Ne, Food ist auch noch oben. Ja, die kannst du bitte, dann will ich die mal hinlegen. Die will ich nicht, ja. Weil die Kette hätte ich liegen lassen. Sogar das Common Shield ist besser. Würde ich das auch noch auslegen, ne? Ja, Essen ist noch so. Nehmen wir den Honig. Nee. Ne, nimm oben die Dings raus, die Teppiche und so. Genau, und dann machst du noch irgendwas Nettes, Rotes oder das Azur-Dings. Okay, sieht gut aus, kriegen wir hin, oder? Meinst du? Klar. Okay. Kauft, Leute, kauft, der Laden ist open. Na sicher. Hallo, Lumi. Warum, was willst du mit dem Messer? Was willst du mit dem Messer? Messer, Messer. Wenn er es haben will, soll er es holen. Ein Schwert wird doch viel besser, besser, besser. Komm, du kleiner Louis. Sei doch nicht so zu uns. Er gibt uns Geld. Hör auf. Ja, er gibt uns okay. Geld. So, kauft, Leute, kauft. Ja, ja, kauft, 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 kauft. Kannst du noch was anderes sagen, außer... You know, ich kann nicht kaufen bei diesem Preis. Bitteschön. Eigentlich kann er schon, aber er sagt es dir nicht. Nee, ist mir egal. Ich will verkaufen. No. Muss es. Ja, aber ist ja auch gut. Aber gut. Das Ding ist ja auch gleich 6000 wert, wenn die Sweet-Preise so bleiben. Candy, ist das das? Ist es das, was du mir verkaufen möchtest? Ja. Ein Candy. Tja. Das ist aber auch nicht schlimm, finde ich. So, Merchant Level gleich auf 14 hier. Ja, der Opa kauft alle Waffen auf. Oh, was mache ich so, hier? Lass so. Ja, oder? Ja. Ist mir egal. Ich hab zwar gesagt, wie es geht, aber... Ach. Ich jammer da schon lange nicht mehr rum. Wir haben keine Bücher. Ich werde meinen Store nicht aufstocken. Tja. Ich habe kein Geld für sowas. The price of precious metals has decreased. Ja, das ist aber egal. The price of armor is normalized. Und? Common Shield. Und da will ich jetzt diese Dose hinstellen. Ja, ja, genau. Dose. Mit den süßen Peaches. So. Sieht gut aus. Jetzt müssen wir die 350.000 knacken. Ja. Some food. Wir haben so viel Food, mein Freund. So. Ja, den gebe ich. Und den Bake a Jam. Wie gesagt, ich würde nicht was nehmen, was unbedingt ausliegt, weil dann haben... Bacon Jam liegt auch aus. Ja, aber davon hast du 6 Stück. Die liegen ja nicht 6 Stück aus. Stehst du? Disse? Heute sind Hausfrauen bei uns beliebt. Wir haben kein Armband. Immer noch nicht, nö. Praxlate haben wir nicht, tut mir leid. Nein. Aber sowas braucht man auch nicht. Weil die Fee ist schon wieder da. Die hat bis jetzt auch noch kaum bis gar nichts bei uns gekauft. In meinen Speicherungen war die immer wirklich darauf bedacht, alles Mögliche zu kaufen. Ja, irgendwie, bei mir will sie diesmal gar nicht. Nö. Auch die andere ist kaum da, ne? Jetzt will ich, ja, irgendwie nicht. Die Alouette meinst du, ne? Ja, genau. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Aber es ist wahrscheinlich, weil so viele Charaktere da sind. Ja. Oh Gott, komm. Wir brauchen noch so viel Kohle, ey. Oh. Ja, Hälfte. Hälfte. Ja, klar. Und tschüss. Kaufen wir natürlich. Weil für 6000 wieder zu verkaufen macht 3000 plus. Level up. Mal gucken. Dieser Tag ist schon mal rum. Das ist schön. Wir haben gemacht. Oh, 86.000. Das ist viel Geld. Das ist viel Kohle. Aber die brauchen wir auch. Ja. Es ist angespannt gerade so ein bisschen. Wir wollen das ja unbedingt machen. Siehst du, hier ist Harvest is a disaster. The prices of food has increased. The prices of sweets has normalized. Okay, aber macht nichts. Das ist immer noch doppelt so teuer. Ja, Das Ding ist ein geiles Ding. Links hast du noch was frei, genau. Ich würde mal gucken, was du für Orders jetzt hast für diesen Ja, Tag. Ich weiß, was du meinst. Dafür würde ich einmal die Tier zu Rate ziehen. Hier, komm zurück zu mir. Today, to treasures. Okay, das haben wir. Sollte ich ja haben. Und red nochmal mit ihr. Was hat unser Merchant Level gemacht? Level bedeutet jetzt Change Counters. Ach, das ist cool. Aber du hast ja den Legendary Counter sogar da. Dann würde ich mal eben runtergehen. Mal eben gucken, was das für ein Ding ist. Das haben wir schon lange dabei. Change Tables. Da kannst du Legendary. Was ist daran denn legendär? Das sind einfach umgedrehte Kartons. Das sind Pop-Kartons. Das ist ja. Warte mal, geh nochmal runter. The Legendary Super Counter. Line up items. Use it as a desk. Even hide things in certain. Okay. Warum haben wir so doofe Dinger? Haben wir nicht noch was? Ah, gut. Ja. Ich wollte es mal auf dem Markt. Naja, nicht auf dem Markt gehen. Ne? Lohnt sich jetzt nicht. Nee. Ich würde es auf den Kartons stellen, ehrlich. Dein Ernst? Ja, mach das doch mal und frag doch mal hier, wie das aussieht. Okay. Du hast recht. Weil das ist legendär. Tier. Ja! Haha! Es sieht übelst nach Schrotthaus aus. Danke, Tier! Und jetzt? Wie sieht die jetzt aus? Warum sieht's bei uns so schrottig aus? Ich weiß nicht, ob es am Boden liegt. Weil es ja der normale Boden ist. Oh, die Lichteffekte. Hilfe. Und was mit dem Teppich? Warum haben wir diesen alten Drecksteppich da wieder drin und nicht den grünen? Hä? Weil der, glaube ich, noch schlimmer für sie war. Ja. Warum? Deswegen haben wir das gemacht. Naja, umso schäbiger wir aussehen, umso besser ist es. Man kann heute den Holzboden nehmen. Das ist ja ekelhaft. Das blendet ja extrem. Boah. Vielleicht sollten wir andere Sachen kaufen, aber wir haben kein Geld dafür. Nee, wir sollten gar nichts kaufen, wir sollten jetzt mal speichern. Weil der Tag ist. Auf den? Nee, mal immer abwechselnd jetzt, das ist wichtig. Und wir können auch für diese Folge Schluss machen, wir haben ja jetzt den Tag geschafft. Ist mal eine etwas kürzere Folge, dafür müssen wir aber auch jetzt genau überlegen, was wir jeden Tag machen. Deswegen müssen wir sehr, sehr, sehr vorsichtig spielen. Und ich würde sagen. Wir gehen jetzt doch nochmal auf den Markt. Warum? Einfach nur, weil ich war gerade am Abmoderieren. Ich weiß. Also entweder wir müssen entweder abmoderieren oder nicht abmoderieren. Und wir müssen das zusammen machen oder nicht. Aber du kannst ja nicht einfach noch irgendwas machen. Das wollen die Leute dann vielleicht auch sehen. Siehst du das? Doch. Ich zeige das doch gerade noch. Ich war doch am Abmoderieren. Ja, das wollte ich dabei machen. Ja, dann zeig dir nochmal was. Eine Frage ist einfach. Perfekt, für wie viel du darfst gut singen. Achso, 35.000. Ich wollte nur gucken, was die wollen hier für die Preise, also für die Sachen. Vielleicht einfach nur, weil das. Guck mal, Wooden Counter, darauf haben wir nicht geachtet, kostet 350. Den haben wir aber. Ja, und Legendary nur 70, vielleicht deshalb. Weißt du? Ja, gut. Ist scheiße, aber na gut, unser Laden sieht nicht gut aus, deswegen kommen die Leute nicht so gerne. Tja. Aber ist nicht so schlimm. Beim nächsten Mal schaltet wieder rein bei Racketeer. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.